Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wahlheimat. Ja, neben mir steht Frau Ina Schumann von der Partei Die Partei. Ich habe ein bisschen immer gedacht, ich stecke irgendwie mit einem kleinen Witzchen ein. Aber das kann ich mir heute ja sparen. Ihr seid ja sozusagen Spaßpartei, oder? Ja, eigentlich gar nicht. Das macht überhaupt die FDP nicht für uns. Die haben auch die bunte Luftballons, ja, bunte Plakate. Wir setzen auf seriöse Farben, grau, blau, rot. Frau Schumann, aber ihr seid Protestpartei, seid ihr schon auch oder auch nicht? Gehe ich komplett in die Irre? Da muss ich sagen, sind wir ja die extreme Mitte. Also ja, wir sind mal links dagegen, mal auf der anderen Seite dagegen. Versuchen immer so gutes Zwischending zu finden. Und eigentlich sind wir ja für alle da. Also das, was eigentlich alle Parteien sein wollen, oder? Aber ihr behauptet, ihr seid... Wir sind halt dann ehrlich dabei. Okay. Wir versprechen, was der Wähler will. Und die Wählerin natürlich auch. Und ein Wahlversprechen, das ihr zumindest auf ihrer Homepage macht, ihr seid keine Schönwetterpartei, das lösen wir hier ja ein. Richtig. Wir stehen zwar unter einem Baum, deswegen werden wir nicht nass, aber es pinkelt gerade hier. Wir sind hier am Eugensplatz. Ich habe mich kürzlich mit einem CDU-Spitzenkandidaten hier getroffen, dem Herrn Kotz, auch am Eugensplatz. Gibt es eine inhaltliche Nähe zur CDU oder warum sind wir hier? Kann ich jetzt nicht sagen. Also wie soll ich sagen, bei den letzten Podien, bei denen ich war, haben 2 von 3 Kollegen der CDU die Partei gar nicht gekannt. Das war nicht sehr schade, ja. Ja. Die waren auch immer sehr überrascht von unseren Vorschlägen und förmlich entsetzt. Dabei haben wir immer sehr gute Pläne. Also ich wollte vor allem hierher kommen, weil man dort unten den wunderbaren Bahnhof noch mal begutachten kann. Den jetzt, wie er gerade dummerweise ist, nicht sieht. Ja, ja, leider. Ja. Okay. Den wollen wir ja unter Wasser setzen. Da kommt so eine Glasglocke drüber und dann hat Stuttgart endlich seinen eigenen Baggersee. Schön. Gell? Wobei der Max Heitze, kennen Sie den Max Heitze? Den kenne ich natürlich. Der ist auch schon Baggersee, also von der war es nur der zweite Baggersee, also von der kein Unikum. Aber da darf man ja schon gar nicht mehr drauf und nicht nein. Und drauf darf man, aber braucht ein Boot oder man kann übers Wasser laufen. Das ist die Voraussetzung. Als die Grünen damals in den Bundestag einzogen, hieß es, klar von den Grünen selber, wir werden nichts verändern, aber es wird lustiger. Ist das ein bisschen Ihr Anspruch, den Sie auch haben? Ich will das umgekehrt machen. Also ich will aus dem vielen Spaß, den die anderen ständig tun, endlich mal was voranbringen und vor allem die Politik den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen. Haben Sie ganz konkrete Vorstellungen? Es ist ja schön, immer so ein bisschen über Politik zu flanieren, gedanklich, aber wenn es dann so konkret wird, haben Sie da Vorstellungen, was muss in dieser Stadt anders werden, damit es besser wird? Ah, im Verkehr muss ich ganz viel tun. Also es ist ja gerade in aller Munde, was wir vorgeschlagen haben. Tempolimit 10 für alles mit Rädern. In unseren Augen würde auch das... Auch Fahrräder? Ha, natürlich. Wir wollen Verkehrsunfälle vermeiden. Sicherheit ist ganz wichtig. Ich bin auch Radfahrer, meine Stimme kriegen Sie nicht. Ich bin auch Radfahrerin, wenn Sie es beruhigt. Aber genau. Bei Kilometer 10 fallen wir doch vom Rad, oder? Ha, da müssen wir gemütlich machen. Ja. Das ist dann, damit nicht mehr diese E-Bikes, Raudis mich die ganze Zeit okay, überholen. Da bin ich dafür. Genau. Für E-Bikes. Ja. Machen wir ein bisschen relaxed hier. Gut. 3 Minuten sind schon um, aber jetzt mal wirklich eine, vielleicht, ich versuche es zwar mit einer ganz ernsthaften Frage. Es ist ja toll, über Politik Witze zu machen, aber wenn man dann nachher so da hockt, also man hat ja doch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Stadt, der Wähler. Ist auch ein bisschen was Ernsthaftes von Ihnen zu erwarten? Von mir? Ja, im Rathaus, falls Sie reinkommen. Nur Ernsthaftes. Nur ernsthaft? Ich möchte ja vor allem auf die spaßigen Dinge der anderen hinweisen. Okay. Sie wissen ja, da gibt es dann ein 13. Gesetzbuch nicht, weil das die Abergläubischen nicht gut finden könnten. Sie wissen vielleicht, welche Partei das gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber Sie können es mir sagen. SPD. Echt? Ja, ja, der Aheim war das. Ja. Echt? So Sachen machen die im Rathaus? Nee, nicht hier zum Glück. Das war auf Bundesebene, aber auch erschreckend. Okay. Schon geschafft. 3 Minuten sind um. Ich denke, wir bei Ihnen brauchen wir auch keine Pointe. Ihr seid an sich sehr unterhaltsam und ich wünsche noch viel Erfolg im Wahlkampf. Ja? Dankeschön. Ja.